Schaut willkommen zu einem neuen wunderbaren Video. Ihr habt alles richtig gemacht, ihr seid bei Colin und Dennis TV gelandet. Heute gibt es einen krassen Gaming-Booster-Test. Klasmo macht weiter, endlich wieder was Neues. Ganz verrückter Name diesmal wieder natürlich, denn das Ganze nennt sich... Onichi. Oder Onichi. Wer weiß ja schon. Onichi. Ja, wir müssen unbedingt mal bei Klasmo anfangen, ob man da irgendwie einen schönen Fremdsprachenkurs belegen kann. Ja, nee, vorher auf Instagram immer eine Sprachnachricht. Wie wollt ihr es ausgesprochen haben? Ja, das ist eine gute Idee. Schmeckt auf jeden Fall nach Litschi. Ich glaube, viel exotischer kann es gar nicht werden. Wir gucken mal, wie das Ganze schmeckt. Wir holen schnell Wasser und Eis und dann geht's ab. Bis gleich. Bis gleich. Wir sind zurück. Also, wir haben Klasmo hier stehen. Coole Litschi-Sorte. Ich bin richtig gespannt. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Getränk, geschweige denn Gaming-Booster oder Energy-Drink, denn das ist ja ein Gaming-Booster eigentlich, mit Litschi-Geschmack getrunken. Ja, Klasmo ist immer ganz cool. Die sind 100% zuckerfrei, vegan, made in Germany, nur die besten Zutaten. Ich bin echt gespannt. Ich auch. Die Dose sieht ganz nice aus, ne? Cooles Samurai-Monster-Gedönse. Ich denke, es wird mehr Ninja. Totenköppe. Und so weiter. Ja, richtig cool. Sieht geil aus. Okay, wollen wir mal starten? Ja. Colin reißt die Dose auf. Ja, wie gesagt, Klasmo haut jetzt immer eine Sorte nach der anderen raus. Da ist richtig Schwung bei der Truppe. Finde ich richtig gut. Also mit Litschi haben sie uns richtig überrascht. Hätte ich nicht mitgerechnet. Schon eine ganz coole Sorte. Also wirklich, eine exotischer geht es ja gar nicht. Passt auch gut eben zu dem Thema. So auch in die asiatische Richtung. Schauen wir mal. Colin sucht einen Löffel. Wir testen wie immer mit stillem Wasser, schöner halber Liter pro Löffel und ein paar Eiswürfel. Hab's. So. Der Quadratlöffel. Colin geht auf den Berg. Aber ich mache meistens auch einen kleinen Hügel auf den Löffel. Okay, du holst die Gläser, ich fange an zu shaken. Joa, Schweinchen rosa. Kann man mal machen. Okay, also es ist ein Energy Drink. Colin kriegt einen kleinen Schluck, damit er den Geschmack einchecken kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß null, was mich erwartet. Ich habe echt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal eine Litschi irgendwann gegessen in der Ausbildung. Ich bin ja Kaufmann im Einzelhandel. Da haut man sich auch mal eine Litschi rein, um das so eine Südfrucht oder so eine exotische Frucht schon mal probiert. Aber ich weiß null, was mich erwartet. So, auf euch. Ja. Klasmo Litschi. Das ist Litschi. Dieser Litschi-Geschmack von dem immer. Von Bubble Tea. Ja, ja, dieser Litschi-Geschmack dem immer. Oh ja, Bubble Tea. Doch, da ist man mit Litschi so halbwegs... Das schmeckt aber ganz cool, ne? Ist krass. Ja, wie schmeckt Litschi? So. Ja. Wahrscheinlich. Was sind so deine ersten Gedanken? Bubble Tea, wie gesagt. Das ist mein erster Gedanke. Also es schmeckt schon süßlich, ne? Ganz eigene Fruchtnote irgendwie. Ich glaube, wer dann Litschi nicht kennt, der kann, also ist jetzt nee, hier auch schon ja, raus. Der kann sich nicht vorstellen. Ist echt schwer zu beschreiben. Es ist halt so ein bisschen süß, aber halt nicht dieses Süß, sondern es ist so ein anderes Süß. Aber auch so ein bisschen Säure hinterher. Mich erinnert es gerade so ein bisschen vom Unterton, so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ich habe an so Fruchtsekt gedacht, Tatsache, schmeckt irgendwie so ein bisschen... Fruchtsekt? Ja, schmeckt so ein bisschen nach Sekt irgendwie, finde ich. Kann ich nicht bestätigen. Aber schon ganz cool irgendwie, ne? Also es schmeckt total frisch irgendwie. Es ist nicht so mit so einem schwerer Geschmack oder so. Irgendwie ganz leicht. Litschig. Litschig. Legit litschig. Ja, echt krass. Nichts erwartet und positiv überrascht auf jeden Fall. Mhm. Also echt schwer zu beschreiben, echt schwer zu vergleichen. Ne? Weil also ich habe zumindest kein Gegenstück, wo ich jetzt sagen könnte, schmeckt das wirklich nach Litschi? Schmeckt cool, schmeckt gut. Aber richtig einordnen kann ich es auch nicht. Auf Romö in Dänemark hatte ich meinen ersten Bubble Tea und das war Litschi. Litschi und ich sind so. Ja, wie konnten wir dazu da eigentlich kommen, Litschi zu bestellen? Ist auch egal. Ja, also ich finde es auch ganz geil. Das werde ich schon mal abends trinken auf jeden Fall. Die wird nicht
im Regal verstauben zwischen den 20 Millionen anderen Dosen. Schon eine geile Nummer. Klasmo ist eben irgendwie, ja, der Geschmack ist immer so ganz cool drauf. Also die Leute haben es da echt gute Entwicklungsabteilung oder wie auch immer. Echt lecker. Also ich habe wirklich mit nichts gerechnet, mit nichts geplant. Mit hoffentlich bald koffeinfrei. Ja, das wäre mal. Ne, das so als Eistee-Variante könnte ich mir auch gut vorstellen. Schön draußen im heißen Sommer oder so. Recht geil. Ja, oder im regnerischen. Oder im regnerischen Sommer wie jetzt gerade. Dann kommen wir mal zur Bewertung. Wir bewerten von 1 bis 10. 1 ist schlecht, 10 ist die Höchstwertung. Ja, Klasmo Litschi. Es ist ein ganz cooler Geschmack. Kriegt von mir eine 8. Ich kann es irgendwie nicht so ganz einordnen. Also, ne, es ist jetzt... Es ist schwer einzuordnen irgendwie. Zu einer Höchstwertung, da fehlt mir so der Wiedererkennungswert, glaube ich, für mich selber. Weißt du, ich erwarte ja irgendwas und möchte irgendwie, aber hier habe ich gar keine Erwartung und da kann ich, glaube ich, keine Höchstwertung auf sowas geben. Schmeckt aber richtig gut. Eine 8 ist ja auch eine krasse Wertung, also da hätten sich andere schon gefreut drüber. 8 für Litschi, weil ich keine Litschi im Kopf habe. Was sagst du? Wie eben schon gesagt, Litschi und ich sind ja so, ne? Es hat mich total an Litschi erinnert. Es hat mich wieder drauf gebracht. Yo, das ist Litschi. Es schmeckt danach. An sich schmeckt es lecker. Litschi ist toll. Das Ding ist toll. Da muss man nicht lange überlegen. Ist eine 10. Eine 10? Ja, cool. Auf jeden Fall ein Kandidat, den ihr mal hier, liebes Klassenteam, euch mal ohne Koffein irgendwie anschauen solltet. Unbedingt. Kann ich mir gut vorstellen. Falls ihr Litschi-Fans seid oder mal einen coolen Gaming-Booster testen wollt, bei Klasmo haben wir aufgrund einer coolen Partnerschaft ein paar Rabattcodes für euch. Guckt mal in die Videobeschreibung. Kurz zusammengefasst ist es aber der Code Colin und Dennis für 10%. Ne, für Bestandskunden. Und Colin und Dennis 20. 20%. Für Neukunden. Also da könnt ihr richtig zuschlagen. Bei Klasmo gibt es auch alle Proben quasi so, ne, die man sich einzeln dann auswählen kann, dazu bestellen kann. Das ist auch ganz geil, damit man mal wirklich alle Sorten durchprobieren kann. Wir haben fast alles getestet von Klasmo. Da könnt ihr gerne mal bei uns in die Playlist reingucken. Könnt ihr unbedingt die anderen Testvideos euch mal reinziehen. Vielleicht mal kommentieren, wie ihr so zu Litschi steht. Welche Sorte ihr euch vielleicht auch ohne Koffein wünscht. Bis jetzt hat Klasmo nur 2 Sorten. Das ist deutlich zu wenig, liebe Leute. Wir brauchen mehr Sorten ohne Koffein. Haut mal rein. Ja, schreibt hier mal jetzt runter, wie findet ihr solche Videos? Wie findet ihr uns beiden Vögel eigentlich? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik. Haben wir schon viel draus verändert. Schreibt mal einfach rein. So, dann gibt es doch hier auf YouTube diese Glocke irgendwie, weil da muss man doch auch mal aufklicken. Ach, komm. Was war damit? Alte Erinnerung, ne? Wieder schön Schmatz, ne? Ich hab's schon wieder vergessen. So fühle ich mich. Ihr könnt liken, abonnieren, die Glocke aktivieren und Klasmo inhalieren. Und ordentlich Litschis futtern, aber aufpassen, da ist ein schwarzer Kern drin, richtig groß. Tschüss. Seid gewarnt.